So, ich habe mal die Kamera nach hier unten befrachtet. Es geht jetzt weiter mit Chrono Trigger. Und ich denke mal, wir schauen uns hier mal so ein bisschen um. Königin, ich bin Banta der Schmied. Das kennen wir schon. Jetzt fällt mir gerade auf, dass der Text auch manchmal nach unten kommt. Wo soll ich denn dann die Kamera hinmachen? Tatsache, ist das ein... Aber so ist, glaube ich, besser. Ja, so geht das aber noch. So ist es nicht in Wort drin. Okay, die sagen hier auch alles das Gleiche. Das war doch irgendwie bei den Nonnen, oder? Also, es ist lange her, wir hatten es angespielt und ich glaube, wir haben das mit den Klostern noch gemacht und dann weiter waren wir dann noch gar nicht. Da, aha, hier ist doch was. Was hast du da gefunden? Eine Haarspange? Das königliche Wappen Gardias. Oh oh, das war's doch. Oh oh. Oh mein Gott. Halt. Fertigkeiten. Zyklon! Nein! Ta 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 ta. Okay, die haben das überlebt. Oh, die sind ganz schön stark. Wow, die halten viel aus. Mir ans Herz klopfen, geh mach. Warte, was? Ah, sie haben noch keine Fertigkeit. Es leckt zwischendurch ein bisschen. Zyklon, nice. Vielleicht hätte ich doch ein bisschen trainieren sollen. Aber ich glaube, für den Anfang brauchen wir das nicht. Erstmal nicht. Ah, jetzt sehe ich, jetzt bin ich natürlich... Okay, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Wo ich die Kamera am besten hinpacke. Weil jetzt seht ihr zwar die TP, aber nicht mehr die MP. Oder ich bastel... Nee, dann wäre es ja wieder in dem Sprachbefehl quasi. Warum immer auf die arme Luca? Nice, nice. Okay, jetzt ist noch einer da. Nur 32 EP, der Kampf war mega schwer. Die geben so wenig EP, dafür viel Geld. Die Duo-Fertigkeit Feuerwirbel gelernt. Oh, puh. Das kam jetzt aber echt unerwartet. Oh mein Gott. Ah! Mr. Frog. Ein guter Krieger ist stets auf der Hut. Wer sich siegsicher wähnt, macht sich verwundbar. Seid ihr um der Königin willen hier? Dieses Kloster wird von den Monstern als Unterschlupf genutzt. Wir sollten unsere Kräfte einen. Du bist ein... Chrono, das ist ein riesiger sprechender Frosch. Du weißt, dass ich Frösche nicht ausstehen kann. So wie ich aussehe, kann ich wohl kaum erwarten, dass ihr mir vertraut. Nun gut, tut, was ihr für richtig haltet. Ich jedenfalls muss die Königin retten. Tapferer Frosch. Warte! Du scheinst kein böser Frosch, Person zu sein. Ich meine, was denkst du, Chrono? Dem Frosch anschließen? Gut, ich werde mich schon irgendwie an ihn gewöhnen. Wie heißt du eigentlich, Frosch? Frog. Nee, Frosch. Frosche vom Fairy Tale. Frosche. Nennt mich einfach Frosch. Okay, freut mich, dich kennenzulernen, Frosch. Die Ehre ist ganz meinerseits. Irgendwo hier gibt es sicher einen Geheimgang, der tiefer hineinführt. Wir sollten jeden Winkel untersuchen. Okay. Aber jetzt haben wir sehr viel auf die... Aber das muss ich mal kurz ändern. Die Kamera.
Da müssen wir jetzt noch was... Oh, ihr seht die Maus auch, sehe ich gerade. Das müssen wir mal ändern. Vielleicht hier? Ist hier vielleicht sinnvoll? Ich glaube, wir packen es mal so hin. Komm, was soll der Geiz? Probieren wir es mal so. Vielleicht ist es so besser. Ich öffne mal das Menü. Da ist jetzt erstmal noch gut Ausrüstung. Ja, ein bisschen ist es drin, aber... Frogge! Gut, jetzt ist es natürlich hier mitten im Bild. Ich kann es auch nirgendwo richtig machen, habe ich das Gefühl. Weil ich denke mal, hier werden noch ein paar Optionen mehr dazukommen, oder? Ansonsten wäre es ja da auch im Bild. Oben rechts würde noch gehen. Nehmen wir vielleicht oben rechts. Oben rechts ist vielleicht nicht verkehrt. So. Wird schon funktionieren. Und gleich wird wieder irgendetwas da sein, was nervt. Inventar, hier sortieren, okay. Feuerwirbel, okay, so. Wir gehen mal ganz kurz in die Herberge. Ich denke mal, unsere Leben sind, ja, MP sind, gerade die MP gehen hier sehr schnell weg. Aber wir haben so viel Geld bekommen. Vielleicht, wenn wir noch irgendwo was finden, vielleicht noch neue Ausrüstung kaufen. Oh, alle drei schlafen sie gemeinsam da zusammen. Ich hoffe, der Frosch hat nicht über Nacht abgeleicht. Ah. So, Krämer. Krämer. Das klingt doch schon mal gut, die Erbsenpistole. Die kostet 800. Holy shit. Dann müssen wir ja noch ein bisschen farmen. Ich würde das cool finden, wenn es... auf der Map... Zufallskämpfe geben würde, aber dann könnte man so besser leveln. So müssten wir dann immer... zurück. Na gut, das wäre jetzt so eine Option, was man immer machen könnte. Immer wieder rein, rauslaufen. Oh, das hat 62 abgezogen, aber das war, glaube ich, auch ein Crit. Frosch hat 128 TP. Wow, Frosch ist stark. EP erhalten, 3 FP. Oh, warte mal, die haben 7 EP nur gegeben. Dann ist das ja gar nicht so viel. Dann haben die anderen ja doch gerade 4 EP gegeben. Gut, gehen wir mal ins Kloster rein. Irgendwas hat sich geöffnet. Aha. Oh mein Gott! Feind! Aua. Wow. 9 Attacke. Der rennt da extra hin. Okay, alle greifen den jetzt erstmal an. Okay. Boah, Frogge ist stark. Die haben 50 Leben, habe ich das jetzt gerade richtig gesehen? 30 EP, okay, hier gibt es schon etwas mehr. Chrono ist eine Stufe aufgestiegen, jawohl. 2 Truhen, das riecht nach einer Falle. Aua! Diabolos, oh mein Gott. Frosch schafft ihn, nee, doch nicht. Heiltrank erhalten.
Athenes Tränen erhalten. Oh, hallo. Okay, hier sind sehr viele Gegner. Es ist so groß. Oh. Protektorkleid, Heiltrank und Äther erhalten. Protektorkleid. Ah. 29 Rüstung, okay. Das wird wahrscheinlich nur für sie sein, oder? Ja. Verstecktes Mian-Porträt erhalten. Okay. Wow! Hey, da sind Menschen! Ihr wollt wohl unser Porträt entwenden, was? Schnappt sie euch! Die sehen ein bisschen aus wie von Dragon Ball Z, die... wie heißen sie noch? Die auf Namek. Den Namen vergessen von diesen Chaoten. Hexenknecht, auch ein geiler Name. Kann ich die Kombo... Ah, jetzt kann ich eine Kombo-Attacke machen, okay. Feuerwirbel! Ich wollte gerade nachfragen... Wow, woran man das ausmachen kann. Wahrscheinlich, wenn beide zeitgleich irgendwie fertig sind oder so. Oder nebeneinander stehen. Wir müssen gleich mal ein paar Heiltränke benutzen. Frogge kriegt gar keinen Schaden. Frogge mega stark. Frogge... Okay. Stahlschwert! Oh mein Gott. Jetzt haben wir umsonst das eine Schwert gekauft, ey. Oh ja. Das sieht nach Bossraum aus, da. Sonst wäre da bestimmt nicht der Totenkopf. Wir nehmen hier den Kampf mit. Einfach die EP wählen, das EP wählen. Okay, sie muss dann auch zeitgleich fertig sein und dann kann man es einsetzen. Das ist schon stark. Da kommt aber das Geld hier hinterher. Oh mein Gott, nur noch 30 Leben. Hoppala. Okay, der Crit war nice. Tot. Okay, gleich mal einen Heiltrank benutzen. Sonst sieht es hier schlecht aus bei unseren Helden. Ja, haben die jetzt gar... Frosch hat Zungenschuss gelernt. Kreuzschlag gelernt. Haben die jetzt gar keine EP bekommen? Warte, wir haben nur 5 Heiltränke. Ich dachte, wir hätten 15. Hoppala. Da hätten wir mal ein paar nachkaufen müssen. Warum dieser Aufzug? Hier gibt es keinen Grund, als Mensch verkleidet herumzulaufen. Na los, raus aus dem Fummel. Bum, 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 bum. Das erinnert mich irgendwie an Donkey Kong. Mist, gleich bin ich wieder an der Reihe. Wie ich die Schichten als Menschen, Mensch hasse. Menschen sehen nicht nur unglaublich bescheuert aus, sie stinken auch furchtbar. Oh ja, da sagst du was. Die wir neulich verspeist haben, haben gar nicht mal so schlecht geschmeckt. Und die 2 gefangenen Neuzugänge, diese Soldaten, sehen auch recht lecker aus. Yakra ist ein Genie. Sein Plan, den Kanzler einzusperren und dessen Rolle anzunehmen, hat prima funktioniert. Dank ihm war die Entführung der Königin ein Kinderspiel und nun ist das ganze Schloss in Aufruhr. Ist das nicht herrlich? Böse, böse. Aha. Wait, warte, das ist der richtige Raum?
Ether erhalten. 100 Gil erhalten. Ihr seid gekommen, um mich zu retten? Das ist wirklich nett von euch, doch es besteht überhaupt keinen Grund. Der Hausherr Yakra ist ein überaus freundlicher Gastgeber. Ich habe daher beschlossen, hier wohnen zu bleiben. Fühlt auch ihr euch ganz wie zu Hause. Da sind doch wieder die Monster. Schön, dass ihr da seid. Sicher wird auch Yakra höchst erfreut sein. Ruht euch hier aus, bis er die Zeit findet, euch persönlich zu begrüßen. Seid ihr gekommen, um Königin Lin zu befreien? Ihr seid gut. Ihr seid gut zu wissen. Jetzt überstürzt euren Aufbruch doch nicht. Weit noch etwas bei uns. Hihi, das war so klar. Ja! Yeah. Ja! Yeah. Feuerwirbel! Oh, das hat beide getroffen. Das war sehr nice. Easy! Feuerwirbel mächtig. Chrono ist eine Stufe aufgestiegen. So, so. Auf die Gefahr. Ich meine, die Monster werden eh wieder auftauchen, aber man kann... Ach, die kommen so oder so. Die spawnen relativ schnell wieder. Dann ist das eh egal. Wir gehen mal ganz kurz in die Stadt, weil ein bisschen Geld haben wir ja gemacht. Dann gehen wir zum Krämer, holen uns ein paar Heiltränke und sowas. Weil das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Kaufen. Oh, wir haben 2000 Gilder. Können wir zuschlagen hier. Lecker. Ist aber echt günstig. So, Allheilmittel. Belebt einen Gefährten wieder, okay. Regeneriert an Speicherpunkte alle TP und MP. Das ist auch ganz nice. Die Erbsenpistole kaufe ich jetzt nicht extra. Das muss nicht sein. Dann gehen wir noch einmal kurz in die Herberge, heilen uns auf und dann geht's ab. Einmal noch mal kurz schlafen. Oh, ein Tag mehr oder weniger, die Prinzessin, die Königin da, das ist ja, ist doch nicht die Welt. Und ich trinke mal kurz einen Schluck Kaffee, der könnte noch sogar heiß sein. Zum ersten Mal. Oh. Den habe ich gebraucht. Ich habe nämlich mega Hunger und Koffein sättigt immer so ein bisschen, mich zumindest. Dann wollte ich noch das Essen ein bisschen hinauszögern. So. Und schon sind wir stärker im Manolia-Kloster. Geradeaus. Wait, dass sie mich jetzt so angreifen, hätte ich nicht gedacht. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich mag den Frosch. Ich finde das cool, dass sie jetzt zugehauen hat und nicht geschossen hat. Das finde ich sehr ein kleines, aber nettes Detail. Luca, Stufeaufstieg. Frogge. Eindringlinge, haltet sie. Wow. Einfach den puren Angriff machen. Ich glaube, das reicht erstmal für die aus. MP und sowas sparen wir uns auf. Ich denke mal, hier wird ein Boss kommen. Deswegen verwahre ich mir die MP erstmal. Warum hat Luca nur 18 MP und nicht 20? Was haben sie getan, dass MP verbraucht hat? Oder gibt es hier eine Attacke, die MP klaut eventuell? Wir sind auch im Active Mode. Das bedeutet für mich zumindest, dass das Spiel etwas schwieriger ist, weil die Gegner auch die ganze Zeit angreifen können, während man
auswählt. Was aber ein bisschen einen kleinen Reiz macht. Das macht das ein bisschen schwieriger hier. Boom. Ah, das wird ein Speicherpunkt sein. Ja, okay. Hui! Die Feuerwehr! Aua! Wow, 17. Wow, 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 wow. Vorsichtig. Boah, der Crit war nice. Exakt 100. Aber ich glaube, da wo die Kamera jetzt ist, ist es eigentlich ganz gut. Muss ich sagen. War noch ein Bossraum? Oder habe ich mich da jetzt vertan? Tatsächlich. Okay. Ich mache erstmal nur normale Angriffe, das reicht erstmal aus. Also doch vielleicht zurückgehen, eventuell. Und in den Raum rein, wo die Dornen sind. Weil ich hätte tatsächlich gedacht, dass das der... Oh, verfehlt? Dass das der Bossraum ist. Ah, okay. Warte mal. Okay, warte, wir gehen jetzt erstmal noch weiter. Kein Eintritt. Warte, hier geht's rein. Okay. Heilmittel. Heiltrank. Ey, jetzt haben die einen Hinterhalt gemacht, obwohl das bei uns eigentlich ein Hinterhalt war. Ich habe ihn noch von hinten angegriffen. Ich war doch so feige. Was soll denn das? Bing. Aber es hat gereicht. Das finde ich interessant. Gut, dass wir genug Heiltränke gekauft haben, dass das jetzt alles... Oh, wow! Das war ein Hit! Ich finde die EP schon sehr wichtig gerade. Zelt erhalten, sehr nice. Aber dann gehe ich aber noch mal ganz kurz zurück. Oh, wow. Wow. Okay, muss ich jetzt gegen euch kämpfen? Ah. 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 Ah, okay, verstehe. Kraftkapsel erhalten. Menschen hier, sie halten die Königin hier entlang gefangen. Bitte befreit sie. Wo ist hier entlang? Irgendwo in diesem Gebäude soll es einen Raum geben, der dem Hexer geweiht ist. Angeblich ist dort ein Schatz versteckt. Oh, ein Schatz. Uah. Ausgetrickst. Okay, warte mal. Inventar, Heiltrank. So. Hey. Cool, das sind aber viele Gegner. Oh, oh.
Okay. Kann ich auch... Okay, so kann ich wechseln. So, Combo, Feuerwirbel, perfekt. Das war stark. Boom! Nice. Weg mit dir. Eisenklinge, jetzt noch ein besseres Schwert gefunden, oder wie? Ah, die Klinge ist für den Frosch. Verstehe. Okay. Klinge und Schwert ist was anderes. Jetzt ist die Tür wahrscheinlich da aufgegangen. Dann wollen wir mal. Hui! Ah! Aha! Und nochmal einen Speicherpunkt nehmen wir aber mit. Falls der Bosskampf doch irgendwie unglaublich schwer sein werden sollte, schwer werden sollte, so rum. Oh nein, jetzt haben die mich noch erwischt. Egal, EP, nehmen wir mit. Aua. Und dass wir hier ein paar Level gemacht haben, fällt mir bis auf die HP jetzt nicht auf. Also viel mehr Schaden kam jetzt noch nicht bei rum. Der Stil von diesem Spiel gefällt mir aber, der Stil. Und wie gesagt, man darf nicht vergessen, es ist ein sehr altes Spiel. Und es sieht trotzdem noch so schön aus. Ein paar Sachen muss man viel mit Fantasie machen, aber ansonsten gefällt es mir sehr, muss ich sagen. I like it. Frosch. Okay, der gute alte Frosch. Seid ihr bereit, Königinnen? Es ist Zeit, dieser Welt Lebewohl zu sagen. Oh, ich glaube, wir kommen im richtigen Moment. Die Truhen! Ihr, ich hätte nicht erwartet, dass ihr so weit kommt. Frosch! Bringt euch in Sicherheit, Hoheit. Wir werden diesen Unhold niederstrecken. Seid vorsichtig. Jeder Widerstand ist zwecklos. Niemand von euch wird diesen Ort lebend verlassen. Elender Frosch, dich knöpfe ich mir als erstes vor. Genug dieser Scharade. Wow, 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 wow. Im Blob. Wow! Jakra hat sich zurückverwandelt. Oh, ich hätte direkt ein Combo machen können, aber egal, machen wir gleich. Grr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 r
Oh mein Gott, Frosch hat fast keine MP mehr. Nice, besiegt. ...50 EP, okay. Hab Dank, Frosch. Auf dich ist wirklich verlassen. Was ist mit mir? Seine Majestät ist in großer Sorge um euch. Wir sollten augenblicklich zum Schloss zurückkehren. Danke, Krono und Luca. Ihr wart mir eine große Hilfe. Auch ich möchte euch danken, wenn es euch nichts ausmacht. Dann begleitet uns doch einfach bis zum Schloss. Ihr werdet uns willkommene Gäste. Medium-Ether. Wow. Echter Kanzler. Puh, vielen Dank. Dieses Monster hatte mich die ganze Zeit hier eingesperrt. War echt eng, das könnt ihr mir glauben. Oh, Eure Majestät. Wie ihr seht, erfreue ich mich bester Gesundheit. Vor allem. Ja, hat ihn jetzt da vergessen erst? Also gut, brechen wir auf. Ich war ja so in Sorge um dich, Lin. Yakra, dieser hinterhältige Bestie, sich einfach als mich auszugeben und die Königin zu entführen. Ich werde den Bau eines Gefängnisses und Gerichtshof veranlassen, um sicherzustellen, dass solche Halunken in Zukunft gebührend zur Rechenschaft gezogen werden können. Brrrrk. Ich konnte euch nicht beschützen, meine Königin. Welchen kümmerlichen Rest Ehre ich auch besaß, selber erst, er ist mir genommen. Frosche! Frosche! Ich stehe für immer in eure Schuld. Wer weiß, was mir zugestoßen wäre, wenn ihr nicht gewesen wärt. Was ist eigentlich aus dem Mädchen geworden, das man mit mir verwechselt hatte? Oh, richtig. Prinzessin Maledia. Hatte ich ganz vergessen. Krono, wo ist die Prinzessin verschwunden? Sie könnte jetzt wieder dort sein. Oh, okay. Schnell! Die stehen da immer noch und tratschen. Jawohl! Was ist passiert? Prinzessin Maledia. Krono. Es war furchtbar. Ich hatte ja solche Angst. Ich konnte weder sehen noch fühlen, aber ich wusste, dass ich mich an einem kalten Ort befand. Ob es so ist, wenn man stirbt? Eure Hoheit, ich bin höchst erfreut. Oh, du bist ja auch da. Moment mal, Eure Hoheit? Dann habt ihr es also rausgefunden? Es tut mir leid, Krono. Ich hatte nicht vor, dich zu täuschen. In Wirklichkeit heiße ich Maledia. Königin Gardia 33 ist mein Vater. König Gardia, der 33. ist mein Vater. Ich wollte nur das Fest besuchen und meinen Spaß haben, so wie jeder andere auch. Aber wenn du gewusst hättest, wer ich wirklich bin, dann hättest du mich bestimmt nicht einfach mitgenommen, oder? Doch klar. Danke, Krono, du bist ein wahrer Freund. Ich meine, das bedeutet ja, dass sie viel Geld hat, ne? Die echte Königin ist in Sicherheit, oder? Dann lass uns auch heimkehren, Krono. Ah. Friede, Freude, Eierkuchen. Tschüss. Ihr Tranten. Ist hier auch was? Hey. Tatsache. 100 Gil. Oh mein Gott, jetzt werden wir festgenommen. Wegen diesen... Oh!
Immer die Melodie, die kommt. Ich feiere es. Wer ist das denn? Ein Magischer hatte sich die ganze Zeit über als Kanzler ausgegeben. Nun, ich muss schon sagen, er hatte weitaus bessere Manieren als das Original. So, das ist nur so eine Bronze-Kyras. Okay. Perfekt. Perfekto. Tschüss. Oh, du bist also wohl auf. Sehr gut. Kein Wunder, dass wir dich für meine Gattin hielten. Du siehst ihr wirklich zum Verwechseln ähnlich. Deine Manieren hingegen. Aber was rede ich da? Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Sollten wir euch jemals helfen können, wäre uns das eine große Freude. Frage. Meine Anwesenheit hat die Königin überhaupt erst in Gefahr gebracht. Ich kann nicht länger in diesem Schloss verweilen. Du siehst der Königin in der Tat sehr ähnlich. Edler Frosch. In dir steckt ein großer Schwertkämpfer, Chrono. Vielleicht sind Frösche ja doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Das war ihre Lektion jetzt hier raus? Ernsthaft? Oh, hier geht's runter. Oh. Wow. So, in diesem Kloster wurde sie also gefangen gehalten. Dieser Frosch hat sich wacker geschlagen, das muss man ihm lassen. Jetzt, da die Entführung der Königin vereitelt worden ist, werden die Angriffe des Hexers sicher an Heftigkeit zunehmen. Ich wünschte, Sir Cyrus wäre hier, um mit uns zu kämpfen. Oh, bist du Sir Cyrus? Okay, kein Sir Cyrus. Hoch geht's nicht, oder? Nee. Er liegt da betrunken, so wie man es nicht anders kennt. Ah, guck mal hier. Hey. Äther erhalten. Dieses Mädchen war überhaupt nicht Königin Lynn. Dabei habe ich es nach zahllosen Versuchen endlich geschafft, einer diesen komischen Milchshakes fertigzustellen. Ja, geil. Bam, 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 bam. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wow, wow, wow. Sir Frogge ist nicht mehr da. Aua! Jetzt haben wir hier zwei mit so zwei Schützen. Bam, 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 bam. Ah, vielleicht ist die Brücke jetzt wieder repariert. Nee, immer noch nicht. Dieser unverfrorene Frosch ist einfach auf die andere Seite geschwommen. Was bildet er sich ein? Oh, können wir das nicht eigentlich auch machen? Also so... Die Entfernung scheint ja nicht so weit zu sein. Komm, das kriegen wir hin. Da kommen wir hin. Können ja hier im Tümpel ein bisschen schwimmen lernen und dann geht's los. Krämer, Wohnhaus... Wohnhaus... Okay. Tim, bam, 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 badam. Und diese Melodie ist so beruhigend. Okay. Wo müssen wir hin?
Nochmal zurück ins Kloster? Ich glaube fast nicht. Der Frosch ist auf die andere Seite geschwommen. Wie kommen wir denn jetzt darüber? Was ist der Plan hier? Warum müssen wir jetzt hier den ganzen Weg wieder zurück? Ich glaube eigentlich nicht, aber... Das ist neu. Vielleicht müssen wir doch zurück. Weil der Gegner war vorhin noch nicht da. Aua! Was macht der da? Aura gelernt, okay. Ja, Tatsache, okay. Und wie kommen wir jetzt nach Hause? Nun, Eure Hoheit. Nenn mich bitte einfach nur Malé. Also gut, Malé, schau dir das an. Wow! Absolut genial, Luca. Nicht wahr? Ups, aber so sollte es sicher nicht im Beisein einer Prinzessin reden. Ach Quatsch, sei einfach du selbst und überhaupt, wenn hier jemand Ehrfurcht vor dem anderen haben sollte, dann ich vor dir. Wenn du meinst. Also ich habe diese Interreferenzen Portale getauft. Sie sind so etwas wie Verbindungen zum selben Ort in einer anderen Zeit. Allerdings sind sie instabil, darum erscheinen und verschwinden sie ständig. Ich habe deshalb auf Grundlage meines Teleporters diesen Portalisator geschaffen. Der stabilisiert das Portal und hält es an Ort und Stelle. Okay, aber was hat das erste Portal damals eigentlich überhaupt auftauchen lassen? Es könnte am Teleporter gelegen haben, aber auch an etwas ganz anderem. Klingt alles ziemlich kompliziert. Warum kehren wir nicht einfach erstmal in unsere Zeit zurück? Ja, das ist eine gute Idee, oder Chrono? Ja, Milchshakes! Wow. Yippie, wir sind wieder zurück! Warum begleitet ihr mich nicht zurück zum Schloss, Chrono und Luca? Ich bin euch einige schuldig und würde mich gerne erkenntlich zeigen. Das brauchst du wirklich nicht zu tun, Malé. Ohne mich wärst du schließlich gar nicht in diesen ganzen Schlamassel geraten. Ich hoffe, du bist mir deshalb nicht böse. Aber nicht doch. War doch super aufregend und spaßig. Ich bin wirklich froh, so tolle neue Freunde gefunden zu haben. Sei ein Kavalier und bring du sie zum Schloss, Chrono. Ich würde gerne erstmal untersuchen, wie diese Portale entstehen konnten. Bis bald, Luca. Okay, Chrono, von mir aus kann's losgehen. Auf zum Schloss. Okay. Da war die Glocke. No. Das Zuhause von Chrono. Guck mal, hier ist auch ein Schiffchen. Es ist jetzt ein Rathaus hier? Über die Welt verstreut gibt es Orte, an denen das Gedächtnis der Zeit besonders tief wurzelt. Wie gefährlich die Umgebung auch sein mag, dort kann man den Fortschritt seines Abenteuers speichern. Boah, der ist so schlau. Oh, hallo Rathaus. Das ist ein seltsamer Raum. Ich störe euch nicht weiter. Hat der hier andere Ausrüstung?
Oh. Eisenarmbrust. Okay. Beehret uns bald wieder. Was haben wir denn hier? Zu Hause von Luca. Ah, okay. Diese Herdplatten sehen nicht gerade zeitgemäß aus. Muss ich mal. Nicht gut. Nicht gut. So, okay. Da haben wir die heile Brücke wieder. Sehr gut. Da sind noch ganz. Können wir sie auch so überqueren? Oh, hallo. Das waren noch Zeiten, als diese Brücke funktioniert hat. Das waren noch Zeiten, wo diese Brücke funktioniert werden tut. Funktioniert werden wird. Okay, wir müssen eigentlich zum Schloss. Aber ich wollte mal gucken, was hier so ist. Gibt's hier einen Krämer? Vielleicht hat er ja bessere Waffen, aber anscheinend zur Schnecke. Ich hätte jetzt beinahe etwas Teures gekauft. Okay, gut. Gehen wir mal eben zum Schloss. Warum kann ich überall durchgehen, nur nicht durch diesen blöden Wald? Wow, andere Gegner, okay. Sind aber schwächer. Windsichel gelernt. Oh. Blöder Vogel. Oh, der Crit war nice. Lichtung, es ist keine Sackgasse mehr. Oh. Eine mysteriöse Kraft. Okay. Schloss Guardia. Prinzessin Maledia. Geht es euch gut? Wo habt ihr nur die ganze Zeit gesteckt? Wir hörten, ihr seid entführt worden. Unsere Soldaten haben das ganze Königreich nach euch durchkämmt. Wer ist dieser Bengel? Ah, sicher warst du es, der die Prinzessin entführen wollte. Das ist nicht wahr, Kronat lediglich. Ergreift ihn! Dieser Aufwiegler hat die Prinzessin mit hinterhältigen Tricks manipuliert, um den Thron zu stürzen. Nein, das dürft ihr nicht. Wie sehen hier eigentlich die Soldaten aus? Weißt du, damals waren sie noch in richtigen Stahlgewand und jetzt tragen die hier so, weiß nicht, Tanzoutfits. Haltet sofort ein! Was fällt euch ein? Aber die Prinzessin sagte, das spielt überhaupt keine Rolle. Er greift ihn auf der Stelle. Aua! Chrono! Als euer Kanzler übernehme ich die Anklage.
Und ich, Pierre, übernehme die Verteidigung. Sehr geehrte Anwesende, ich lasse nun den Angeklagten Chrono hereinführen. Ihm wird die Entführung Prinzessin Maledias angelastet. Ach ja, das ist das Sample. Da muss ich an das Lied vom Favorite denken. Welches Schicksal soll ihn ereilen? Der Scheiterhaufen, die Feder, die Pferde. Oder gar die Guillotine? Die Entscheidung liegt ganz bei euch, werte Juroren. Also, fangen wir an. Hören wir zuerst das Plädoyer der Verteidigung. Sehr wohl, Chrono wird der Entführung ihrer Majestät beschuldigt. Doch wie soll er seinem Verbrechen schuldig sein, das nie begangen wurde? Die Anklage behauptet, dass der Angeklagte die Prinzessin vorsätzlich entführt habe. Doch das genaue Gegenteil ist der Fall. Nicht nur ereignete sich das Aufeinandertreffen der beiden vollkommen zufällig, nein, es war gar die Prinzessin selbst, die Chrono bat, sie mitzunehmen. Ist das die Wahrheit? Wer hat den ersten Kontakt hergestellt? Malé? Bist du dir ganz sicher? Wir haben Augenzeugen, die bestätigen können, dass du absichtlich mit der Prinzessin zusammengestoßen bist. Okay, vielleicht war es ein bisschen absichtlich. Huch! Nachdem er die Prinzessin in seine Gewalt gebracht hatte, nötigte der Angeklagte sein Opfer dazu, der Vorführung von Luca beizuwohnen. Dafür gibt es zahlreiche Zeugen. Kurz darauf verschwand dann erst die Prinzessin, gefolgt von dem Angeklagten. Wenn dies keine Entführung ist, was dann? Des Weiteren liegen mir zahlreiche Beispielfälle vor, die an der charakterlichen Integrität des Angeklagten zweifeln lassen. Einspruch eurer Ehren. Das hat nichts mit dem aktuellen Fall zu tun. Warum habe ich jetzt Bock, eine Serie zu gucken, die auf Anwälte beruht? Vielleicht solltet ihr wieder Suits gucken oder so. Möchtet ihr dies kommentieren, Kanzler? Der Charakter des Angeklagten ist sehr wohl von Belang für diesen Fall. Meine Beweise werden zeigen, dass den Aussagen von Chrono nicht zu trauen ist. Boah, die Melodie ist ein bisschen laut. Wie ihr wollt, wir haben nichts zu verbergen. Ich möchte einen Zeugen in den Zeugenstand berufen, der für den guten Charakter des Angeklagten bürgen kann. Ich habe ihr die Katze gebracht. Dieser Mann hat mir mein Kätzchen zurückgebracht. Das war wirklich sehr nett. Was sagt ihr nun? Chrono ist ein aufrichtiger junger Mann, der Anerkennung verdient. Keinen Prozess. Nicht schlecht, oder? Ich glaube, sie haben angebissen. Hast du jemals etwas gestohlen? Nicht, dass ihr... Der Opa! Nein! Sein Nannenschmier, niemals! Tu nicht so unschuldig, wir haben einen Zeugen. Oh oh. Nein! Das lag da so rum! Da ist er, der Kerl, der mir mein Lunchpaket weggefuttert hat. Und zwar direkt vor meinen Augen. Meine gute Frau hat es mir mit Hingabe zubereitet. Vor allem so war das. Ich habe einfach zugegriffen. Ich habe gar nicht geguckt, ob jemand noch schaut. Redlichen Bürgern auch noch ihre letzte Freude nehmen. Der Angeklagte verdient wahrlich kein Mitleid, werte Anwesende. Der Kernpunkt des Problems ist aber doch das Motiv. Hatte dieser aufrechte junge Mann irgendeinen Nutzen daraus, die Prinzessin zu entführen? Nein, nicht im geringsten. Verzeiht mir, aber ich glaube, das Motiv liegt ganz klar auf der Hand, nicht wahr, Chrono? Du hattest es auf ihr Vermögen abgesehen. Nein. Ist denn wirklich so? Ihr Vermögen hat dich nicht interessiert, überhaupt nicht. Liebe Anwesende, bitte behaltet im Hinterkopf, dass der Angeklagte behauptet, er hätte nicht auch nur das geringste Interesse am Vermögen der Prinzessin gehabt. Erlaubt mir, den nächsten Zeugen zu rufen.
Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Das ganze Bier weggetrunken. Ach herrje, ich bin ja so aufgeregt. Dieser Mann bemächtigte sich des Amuletts direkt nach dem Zusammenstoß mit der Prinzessin. Er nahm sich nicht einmal Zeit, sie nach ihrem Befinden zu fragen. Die Aussage dieses Bürgers sollte auch die letzten Zweifel in der Schuld des Angeklagten ausräumen. Ich hörte es aus dem Munde der Prinzessin höchst selbst, mit diesen meinen Ohren. Bada, hey, jetzt zerr doch nicht so an meinen Arm. Die Leute denken noch, du willst mich entführen. Tja, unglückliche Wortwahl. Wie, das war schon? Ich kann gehen? Na dann, auf Wiedersehen. Vielen Dank, eure Ehren. Keine weitere Fragen. Liebe Geschworenen, die Zeit des Urteils ist nun gekommen. Wer für schuldig plädiert, trete bitte auf die linke Seite. Wer für unschuldig plädiert, auf die rechte. Nicht schuldig. What? Achso. Schuldig. Das sind ja alles die Lunchpaket-Opas. Schuldig. What? Okay, okay, okay. Ich sehe die Intrigen hier. Nicht schuldig. Wow, 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 wow. Okay, okay, okay. Ich sehe, wohin, in welche Richtung das hier geht. Ruhe im Gerichtssaal. Das Urteil wurde gefällt. Der Angeklagte wurde im Sinne der Anklage für schuldig befunden. Er wird mit sofortiger Wirkung in dreitägige Sicherheitsverwahrung genommen. Danach wird sein Todesurteil vollstreckt. What? Abführen! Guillotine! Lasst mich, ihr Tänzer! Wartet! Prinzessin Maledia! Schluss damit, Maledia! Aber Vater, so hör mich doch an. Alles, was ich von dir verlangt habe, ist, im Schloss zu bleiben, wie es sich für eine Prinzessin gehört. Auch Angehörige der Königsfamilie müssen Regeln befolgen. Überlasse diese Angelegenheit dem Kanzler und vergiss, was in der Stadt passiert ist. Das ist mein letztes Wort. Wow! Krono! Ich schlafe jetzt einfach 3 Tage durch und dann hab ich's. Dies ist der Verräter, der den Thron stürzen wollte. Das Gericht hat ihn schuldig gesprochen. Ich gebe ihn daher vertrauensvoll in deine Hände. Aua! Dies also ist der Unverfrorene, der es wagte, unsere Prinzessin zu entführen. Sein Todesurteil wird in 3 Tagen vollstreckt. Sorge dafür, dass er hier sein wird, um es anzutreten. Jawohl, Herr. Aufseher, wachen! Wow. Führt diesen Mann ab. Warum sehen die aus wie Monster? Aua. Wow. Ganz schön grob. Hä? Hä? Wow. Oh. Ich höre da so ein Klingeln in mein Ohr. Der hat mir aber eine geschallert. Oh. Davon muss ich mich erstmal erholen. In der nächsten Folge bin ich wieder fit. Macht's gut.